Ja, vielen Dank. Ich werde heute einen Vortrag über White IT, Clean IT und die CEO Coalition halten. Ich habe letztes Jahr etwas verfrüht vielleicht einen Vortrag über White IT gehalten, was die Ausrichtung von White IT betrifft und was meine Kritik an dem Bündnis wäre. Also White IT nennt sich inzwischen eine Alliance for Children. Das war früher mal das Bündnis gegen Kinderpornografie im Internet. Das ist eben ein Verbund von 30 Organisationen, Firmen, staatlichen Stellen, zum Beispiel aus der Industrie, Avira, Computer Center, Fujitsu, IBM, Intel, IT Watch, Microsoft, Oracle, Software AG und Norton Symantec. Denn Science, Hasso-Plattner-Institut, das kennt ihr wahrscheinlich, das sind die, die sich mit den Filtern so gut auskennen. Und die Universität Hannover, die macht die Rechtsgutachten üblicherweise für das White-IT-Bündnis. Dann eben Vereine wie die Ärztekammer Niedersachsen, die Auerbach-Stiftung, Bitkom, ECHO, FSM, Initiative D21 und natürlich Innocence in Danger. Innocence in Danger gehört da tatsächlich rein. Wenn man deren Geschäftsmodell mal irgendwann akzeptierend versucht zu verstehen, dann macht das auch Sinn. Und natürlich die üblichen Verdächtigen, also das BKA und die verschiedenen LKA. Dieses Bündnis wird gesteuert durch einen Lenkungskreis Plus. Das ist ganz überraschend. Ursprünglich, als ich um Aufnahme in das White IT-Bündnis ersucht habe, da gab es noch einen Lenkungskreis und in den wollte ich auch hinein. Ich bin aber nicht in den Lenkungskreis damals hineingekommen, sondern nur in das Programmmanagement Board. Und zusätzlich zum Programmmanagement Board wurde ein Lenkungskreis Plus gegründet. Also da sind eben die Ärztekammer Niedersachsen, Avira oder eben die Auerbach Stiftung. Das ist quasi eine Person, die dort in zwei Funktionen anwesend ist. Die Bitkom, Computer Center, Fujitsu und so weiter. Ich habe darüber letztes Jahr einen Talk gehalten. Dieser Talk hatte diverse Auswirkungen, unter anderem bin ich nicht mehr Bündnismitglied im Bündnis White IT. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, warum. Ich weiß warum. Also es hat dann nach meinem Vortrag 7 Monate gedauert und dann hatte ich das Stimmrecht im Programmmanagement Board im White IT Bündnis verloren. Und zwar das aufgrund einiger prozeduraler Tricks. Und diese prozeduralen Tricks, mit denen ich aus dem Bündnis rausgeekelt wurden, die sind anscheinend einem Mitgliedsverband so stark aufgestoßen, dass der ausgetreten ist. Nach meinen Informationen ist die FSM nicht mehr Mitglied in White IT. Was ein ganz interessanter Punkt ist. Manche Leute erinnern sich vielleicht noch an den Jetzt-Löschen-Button im Jahr 2010. Den hatte ich damals ja auch persifliert mit dem Denunziations-Button 2.0. Das war sozusagen mein erster Versuch, den Jetzt-Löschen-Button zu beerdigen. Während ich der Mitglied in White IT war, habe ich ihn zweimal wieder mit beerdigt, per Abstimmung. Und aber er ist wie so ein Untoter, er taucht immer wieder auf. Also diese eingebundenen Reporting-Tools, die sind nämlich ein ganz zentraler Bestandteil dieser Infrastruktur, die da eben nicht vorgesehen ist. Das Ganze nennt sich CAMNET. CAM ist die Abkürzung für Child Abuse Material. Ich sag mal so, wer noch recht bei Verstand ist, sagt nicht mehr Kinderpornografie, sondern Kindesmissbrauchsdarstellung oder auf Englisch eben Child Abuse Material. Das ist auch die Wortwahl, die inzwischen die europäischen Polizeien benutzen. Also inzwischen heißt es Child Abuse Material. Wenn ihr jemanden hört, der Kinderpornografie oder Child Pornography sagt, dann weiß er nicht, wovon er redet. Könnt ihr dem auch so sagen? Und er möge sich doch mal bitte informieren, er möge sich bitte das Update holen. Ganz wesentlicher Punkt ist also hier eine zentrale Datenbank von Metainformationen von zu sperrenden Inhalten. Die werden einerseits eben an die Suchmaschinen geschickt, die mögen das doch bitte filtern. Andererseits mögen sie doch bitte beim Durchsuchen des Internets gucken, ob sie nicht vielleicht doch irgendwelche bekannten Hashes finden. Die machen also den Datenstaubsauger in diesem Bild. Dann gibt es halt so ein bisschen LAN-Compliance, da werden halt lokale Netzwerke gescannt bei ihrem Arbeitgeber oder eben eventuell später auch bei Providern. Dann hier so ein Compliance-Scanner bei Hosting-Providern, da werden dann halt die Kundendaten durchsucht, ob da irgendwelche Inhalte drin sind, deren Metadaten hier in dieser Datenbank sind. Und ansonsten eben dieses Compliance-Scanning bei Freemailern. Ganz wesentlicher Teil bei dieser ganzen Infrastruktur ist, man braucht überhaupt mal zu meldende Inhalte. Weil Kindesmissbrauchsdarstellungen werden nicht tatsächlich in dem Umfang, wie behauptet, im Internet verbreitet. Also braucht man
eine Liste von Inhalten, die man überhaupt sperren kann, dass man überhaupt sich selber legitimiert. Und da ist dieser ganz wesentliche Punkt, ist dieser Reporting-Button. Leute müssen Inhalte, die eben fragwürdig sind oder eventuell illegal, melden, damit deren Hashes eben in der Datenbank landen können, damit die Suchmaschinen suchen können und so weiter, dass man am Ende sagen kann, 1 Million illegale Inhalte wurden dieses Jahr im Internet gemeldet und gelöscht. Ja, deswegen steht halt dieser Jetzt löschen Button, Reporting Button, der ist wie so ein Untoter, der steht halt immer wieder auf, der ist nämlich eigentlich nicht so ein Randstück, sondern ein zentraler Punkt in der ganzen Architektur, weil ohne Meldung gibt es keine zu sperrenden Inhalte. Und ohne zu sperrende Inhalte macht irgendwie eine Sperrinfrastruktur keinen Sinn. Auch eine Löscheninfrastruktur macht keinen Sinn. Ah ja, eine Sache habe ich vergessen, diese zentrale Datenbank von Metainformationen, damit ist im BKA eine spezielle Stelle beauftragt, die eben mit White IT zusammenarbeitet, und die dort aufzubauende Datenbank, von der ich die Leistungsbeschreibung gesehen habe, die wird nicht nur Kindesmissbrauchsdarstellungen haben, sondern allgemein auch Erwachsenenpornografie dort versammeln. Und die Hashes dieser Erwachsenenpornografie, die sollen eben benutzt werden, um eben zum Beispiel bei Hosting-Providern nach Verdacht auf Verbreitung von Pornografie zu scannen. Also Erwachsenenpornografie verbreiten ist ja eine Straftat, und wenn man sowas sozusagen in Kundenpräsenzen findet, dann wäre das Verbreitung von Pornografie und damit eine Straftat, womit man legitimieren würde, warum man nach diesen Hashes sucht. Ich warte ja immer noch auf einen mutigen Staatsbürger in Uniform, der die entsprechenden Dokumente mal irgendwo zentral ablegt. WikiLeaks ist ja leider nicht mehr so vertrauenswürdig. Vielleicht gibt es ja andere Stellen, die sehr dankbar sind, solche Inhalte entgegenzunehmen. Zum Beispiel ist nächstes Jahr im Januar eine Wahl in Niedersachsen. Die Piraten in Niedersachsen werden sicherlich dankbar sein, wenn für ein Projekt, was in Niedersachsen geboren wurde, nämlich White IT unter Herrn Schünemann, wenn entsprechend Dokumente auftauchen, die halt zeigen, warum es überhaupt so etwas wie eine Piratenpartei braucht. Dieses Jahr ist eine Menge passiert. Es ist nicht nur so, dass ich White IT verlassen habe, sondern White IT hat seine Struktur, ich sag mal, professionalisiert. Wären die Jungs von Anfang an professionell gewesen, hätte ich letztes Jahr nie einen Vortrag halten können, weil dann hätten die mich gleich am Anfang eine Non-Disclosure Agreement unterschreiben lassen. Ich hätte natürlich nicht an dem Bündnis teilgenommen, wenn ich sowas hätte unterschreiben müssen. Aber da ich nie sowas unterzeichnet habe, war ich ja frei darüber zu reden, was ich dort für Informationen bekommen habe. Inzwischen ist es aber so, dass die jetzt etwas professioneller sind. So einen Stand werden wir leider nicht nochmal sehen. Ganz interessant, vielleicht für diejenigen, die die Diskussion um das Leistungsschutzrecht ein bisschen verfolgt haben, der neue niedersächsische Landes-CIO, also derjenige, der zuständig ist dafür, IT anzuschaffen oder Software anzuschaffen, das ist Sandra von Kläden. Das ist vielleicht erstmal nichts so was Besonderes. Sie war mal Privatsekretär von Herrn Schünemann. Und davor war sie mal die, sie war die Chefsekretärin sozusagen von Herrn Wolf. Und sie soll Gerüchten zufolge mit Dietrich von Kläden verheiratet sein, der Chef von Government Relations beim Springer Verlag ist. Was den Leuten, die das Leistungsschutzrecht verfolgt haben, die Debatte aufgefallen ist, vielleicht, dass sein Bruder, nämlich der Eckart von Kläden, der ist nämlich Staatsminister im Bundeskanzleramt. Ich würde mal sagen, wenn irgendjemand sich mal die Mühe machen möchte, in Niedersachsen diesen ganzen Filz zu durchleuchten, angefangen bei Frau von der Leyen über Schünemann, Kläden, den Sohn von Herrn Schönbohm und so, das wäre, glaube ich, ein ganz interessantes Netzwerk. Da könnte man sicherlich ein ganzes Jahr gewinnbringend verbringen, um dieses Netzwerk doch mal auszuheben. Ja, kommen wir zu einem anderen Netzwerk, das ein bisschen transparenter in seiner Arbeit ist. Nennt sich Clean IT, ist ein Projekt, was vom holländischen Ministerium für Inneres angestoßen wurde. Das ist seit April 2011 arbeitet das. Das wird für die Arbeit vor über 2 Jahren mit 400.000 Euro finanziert. Es versucht, die terroristische Nutzung des Internets zu bekämpfen. Ja, da werden wir gleich noch zu kommen, das ist total... Also wie gesagt, es wurde eben von den Niederlanden initiiert. Deutschland ist natürlich gleich beigesprungen. Die Freunde der Freiheit, das Vereinigte Königreich, Belgien, Spanien und so weiter. Einige Länder sind später dazugekommen. Ungarn ist ja auch so ein Hort der Freiheit. Rumänien, Österreich, Dänemark und Griechenland. Und dann gibt es eine ganze Menge Third Parties.
Die möchte ich mal nicht alle zählen, aber wichtig ist vielleicht das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch ein Hort der Demokratie, das Bundeskriminalamt, LeaseWeb, ganz interessant, LeaseWeb waren die ersten, die quasi Bilder-Uploads automatisch kontrolliert haben und geguckt haben, ob es da nicht eventuell terroristische Inhalte gibt. Die Piratenpartei Schweiz, das haben vielleicht einige von euch mitgekriegt, da gab es ein bisschen Aufruhr. Warum ist ein Mitglied der Piratenpartei Schweiz da drin? Ich meine, könnte ja so ein Maulwurf sein wie ich, aber leider nein, das ist Pascal Glor, der arbeitet bei einer Firma, die Trojaner herstellt. Dann die Stiftung Wissenschaft und Politik, die erwähne ich extra, weil mir nicht klar ist, wer die sind. Also auch wieder ein kleines Forschungsprojekt, wer irgendwie mal herausfindet, was diese Stiftung Wissenschaft und Politik eigentlich macht, wer sie unterstützt, was sie so schreibt, wo sie Einfluss hat, das wäre mal ein ganz interessantes Forschungsthema. Ja, ansonsten Jugendschutz, ne, die üblichen Verdächtigen. Jugendschutz wird nachher nochmal wichtig sein, wenn es darum geht, wie sich Clean IT vorstellt, wie das Ganze dann funktionieren soll später. Ja, und das Übliche halt, da das durch die Kommission finanziert ist, ist natürlich der EU Counterterrorism Coordinator mit dabei. Jetzt kommen wir zu dieser Definition von terroristischer Benutzung des Internets. Also terroristische Straftaten. Das sind also willentliche Taten, welche in ihrer Natur oder in ihrem Kontext ein Land ernsthaft beschädigen können oder eine internationale Organisation, wenn sie mit dem Ziel unternommen werden, eben eine Bevölkerung zu intimidieren, also zu unterdrücken nicht, aber zu erschrecken vielleicht. Dazu muss ich sagen, dazu gibt es noch keine autorisierte deutsche Übersetzung. Viel spannender ist aber das, was danach kommt, nämlich unmäßig auf eine Regierung oder eine internationale Organisation einwirken, um einen bestimmten Akt zu tun oder zu unterlassen. Also Greenpeace. ja, das ist ganz interessant. Da draußen ist Action. Das ist ganz interessant, weil nämlich in der Debatte um den Umfang der Inhalte, die um die Clean IT sich kümmert, da war eben nämlich auch die Diskussion um Animal Rights Activists. Und ich habe mal ein Jahr in England gelebt und die nehmen das da richtig ernst. Die verprügeln die da richtig, die Tierbefreier. Also in England, ich war in Brighton, da sind die Leute, die da Tiere aus Forschungseinrichtungen befreien, die werden als Terroristen gesehen. Und es ist sozusagen, wenn uns gesagt wird, da wird irgendwelche Inhalte werden gesperrt, weil terroristisch und so, dann sollten wir uns fragen, ob nicht vielleicht ein paar Animal Rights Activisten dabei sind. Die terroristische Benutzung des Internets, das ist sozusagen dann der illegale Nutzung zu terroristischen Zwecken, also Provokation, Radikalisierung, Aufwiegelung, Propaganda und, oh Gott, Glorification. Wie bitte? Verherrlichung, genau. Dann das Training, Planung und natürlich die Organisation von terroristischen Aktivitäten. Wobei terroristische Aktivitäten, wie gesagt, Tierbefreiung in Brighton. Die wesentlichen Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, das ist einerseits eben Gesetzgebung. Das ist der Grund, warum ich bei White IT da nicht mehr drauf eingegangen bin. Viele dieser Projekte überlegen, welche gesetzlichen Änderungen müssen wir halt machen, wegen verfassungsrechtlichen oder wegen Menschenrechtsgründen. Das steht da tatsächlich so drin. Ja, die Menschenrechte stehen halt der effektiven Strafverfolgung leider im Wege. Dann geht es natürlich wiederum hier offenes Visier und man möge doch bitte mit seinem Klarnamen in der Diskussion auftreten. Dann ist ganz interessant, im Dokument, was mir vorliegt, ist Blocking und Filtering, insbesondere wenn es auf Ebene eines Staates passiert, ist Bad Practice. Da können sich alle Leute mal bei ADRI und Netzpolitik bedanken, weil die haben den gehörig ins Gesäß getreten dieses Jahr. Und das hat doch Einfluss gehabt auf deren Draft-Documents. Ganz spannend, ich hatte Jugendschutz.net erwähnt. Die sind tatsächlich der Meinung, dass man quasi Parental Control, also diese Filter, die man für seine Kinder installiert, dass die auch wunderbar geeignet sind, um terroristische Inhalte im Internet zu verfolgen, weil natürlich die Terroristen die filtern ihr Internet freiwillig. Hat auch eine traurige Seite, wenn man nämlich guckt, wie dieses Filtern für, also die Parental Controls zum Beispiel in England gehandhabt werden. Das ist so, man ist geht zum neuen Provider, startet das erste Mal einen Rechner, landet auf einer Webseite und die fragt einen, haben Sie Kinder? Und wenn man ein Ja antwortet, dann hat man ein Problem. Dann muss man nämlich relativ umständlich wieder sein Internet entfiltern. Und da macht natürlich so eine Parental Control, also wenn das beim Provider implementiert ist, macht es natürlich Sinn, damit auch andere Inhalte zu filtern, außer Pornografie. Ja,
für diesen ungesetzliche terroristische Benutzung des Internets. Also diese Qualifikation ungesetzlich heißt, es gibt anscheinend auch gesetzliche terroristische Benutzung des Internets. Dafür ist natürlich sofort etwas zu tun. Also natürlich, die Polizei muss informiert werden, es muss gelöscht werden, eventuell soll es lokal gesperrt werden oder es soll eben gefiltert werden. Aber Clean IT weiß inzwischen, naja, so, was so ein Terrorist macht, ist nicht so verschieden von jemand, der was anderes macht. Zum Beispiel, jemand, der plant, ein Boot zu bauen. Ne, da muss ich Teile besorgen, da muss irgendwie vielleicht mit Leuten zusammen sich koordinieren. Und deswegen ist die terroristische Benutzung des Internets nicht wirklich von der zu unterscheiden, wenn es darum geht, irgendwie was Normales zu machen. Und deswegen sagen die, naja, da wir das nicht als illegal verfolgen können, brauchen wir eben ja, diese Public-Private Partnerships. Wir müssen halt die Provider überzeugen, dass sie sowas freiwillig dann halt löschen. Und damit die Kunden dann nicht scharenweise weglaufen, sollen die Providers bitte alle in ihren AGB drin haben, dass eben bestimmte Nutzungen der Dienste einfach verboten ist. Also in Fällen, wo eben diese vermutete terroristische Aktivität, welche nicht illegal ist, aber vielleicht gefährlich erscheint, dann sollen die entsprechenden Provider diese Situation unter sich selbst lösen. Steht so im Dokument. Finde ich total cool, das ist doch total, das riecht nach Rechtsstaatlichkeit. Und nur wenn diese Parteien bei diesem Entfernen und Löschen dieser Inhalte nicht übereinstimmen, dann soll doch bitte ein Richter gefragt werden. Also so ist sozusagen die neumoderne Rechtsstaatlichkeit, sieht so aus, dass der Provider eben auf Zuruf Inhalte entfernt, löscht, Nutzer sperrt. Und nur wenn eben der Provider nicht willig ist, dann ruft er halt den Richter an. Es ist nicht mehr so, dass ein Richter entscheidet, was illegal ist und was nicht. Ja, die CEO Coalition. Ich hatte in meinem Vortrag vor einem Jahr erwähnt, dass die CEO Coalition gerade dabei ist, sich zu konstituieren. Die Mitglieder ist auch mal wieder das Who is Who. Apple, B-Sky, British Telecom, Dailymotion und so weiter. Das Who is Who der Inhalte-Provider, ISP und so weiter. Ja, da sind sie. Wobei ich sagen muss, unsere Deutsche Telekom, wo ist sie denn? Bei D. Genau, unsere Deutsche Telekom, die ist da wirklich herausragend, weil die tatsächlich dort für die Bürgerrechte mit einsteht. Sehr überraschend. Also in diesen Sitzungen in der CEO Coalition, da sind eine Menge Feinde der Freiheit, aber die Deutsche Telekom, die macht dort ein Standing, was überraschend ist, weil sie dort als Firma anwesend ist und nicht als NGO oder so. Aber an den verschiedenen Stellen, wo es dann doch etwas fishy wurde, da haben die dann auf die deutsche Debatte um Internetsperren hingewiesen und konnten da doch erheblich, die Stimmung verändern. Diese CEO Coalition, die arbeitet in 5 Arbeitsgruppen. Also das eine sind Meldetools, dieser schöne Button, den braucht man eben, um die Meldung zu generieren. Interessanterweise ist dabei so altersgerechte Privatsphäreneinstellungen, weil es geht ja darum, habe ich vergessen zu sagen, die CEO Coalition hat noch einen Beinamen, Coalition to make the Internet a better place for kids. Also die Koalition, um aus dem Internet ein Kindernetz zu machen. Und deswegen geht es auch eben darum, dass eben Kindern irgendwie beigebracht wird, wie sie altersgerecht ihre Privatsphäreneinstellungen einstellen oder dass eben der Provider das von vornherein schon macht. Dann geht es darum, Inhalte altersgerecht zu raten, zu markieren. Dann natürlich die Parental Controls, damit wir dann eben auch Inhalte, die nicht angemessen sind für die Kinder, auch filtern können. Und das berühmte Notice and Takedown, das Löschen von Inhalten. Ja, man muss dazu sagen, die CEO Coalition, die steht unter erheblichem Druck seitens der Kommission, überhaupt irgendwas abzuliefern. Natürlich ist es ungünstig, wenn man dann Drittparteien drin hat, die irgendwie Menschenrechtler sind oder Bürgerrechtler oder irgendwie sowas wie EDRI, ein Verein, der sich darum kümmert, dass es auch im Internet Bürgerrechte gibt. Und deswegen ist der Fortschritt in der CEO Coalition ein bisschen behindert, um das mal so auszudrücken. Interessant ist bei der Arbeitsgruppe 1, die sich darum kümmert, wie so Meldetools aussehen können. Ich würde mal sagen, es konzentriert sich viel zu sehr darauf, wie so ein Meldebutton aussehen soll oder wo der auf der Webseite platziert werden soll und weniger darum, was eigentlich passiert, wenn man da eben auf den Meldebutton gedrückt hat. Dazu gab es auch dieses Jahr ein paar News. Gorka hat jemanden interviewt, der für Facebook in Nordafrika diese Inhalte für 1 US-Dollar pro Stunde nach Meldung löscht.
Und das war so nach dem Motto: Camel Toe is forbidden, but crushed head is okay. Also Camel Toe ist halt okay, aber ein zermatschter Kopf ist nicht okay, aber ein zermatschter Kopf ist okay bei Facebook. Gibt es dann so diese Guidelines, die sind geheim, aber die hat er mit veröffentlicht. Also es ist mehr oder weniger willkürlich, was Facebook zulässt und was nicht. Bei den Reporting-Tools, wie gesagt, man muss auch eine entsprechende Anzahl Meldungen generieren und so viel illegalen Content gibt es gar nicht. Deswegen geht es eben auch darum, gefährlichen Content oder eben moralisch verwerfliche Inhalte zu melden. Also das nennt sich in dem Kontext von CO Coalition Value Harmful Content. Und es geht eben um Value Positive Content für die Kinder. Und da ist eben die Meldung von solchen Inhalten, die eben für moralisch verwerflich sein könnten, eben auch bisher noch vorgesehen. Das andere, Arbeitsgruppe 2, eben die altersgerechten Privatsphäreneinstellungen, ist von Facebook angeführt. Facebook hat es nicht so mit Privatsphäre. Was soll man da groß sagen? Was Facebook im Wesentlichen macht, ist, die nimmt die Anforderungen, die an das Projekt gestellt wurden, und formuliert sie so um, dass sie genau auf den Status quo passen. Ja, die haben jetzt eine riesen Datenbank von Best Practices zusammengestellt. Wenn man das ausdruckt, ist es auf A4 in 5-Punkt-Schrift. Oder vielleicht auf A3 sogar noch in 5-Punkt-Schrift, ist einfach nicht zu lesen. Steigt man auch nicht durch, aber im Wesentlichen bringt diese Arbeitsgruppe gar nichts. Diese Age-Rating-Systems, die sind im Wesentlichen auch total ohne Belang. Und die sind gerade dabei, das Rad neu zu erfinden. Also Debatten aus den 90er Jahren, da gab es ja auch schon mal Protokolle und Standards für die Markierung von Inhalten. Aber genau dieselben, genau entlang derselben Linien entwickelt sich die Debatte dort. Ja, Parental Controls. Ich habe schon gesagt, so die Freunde der Freiheit. Es gibt da ein System, was in England gerade vorgeschlagen wurde und doch relativ stark gepusht wird, das nennt sich Active Choice. Also man hat die Wahl, und zwar aktiv. Active Choice ist, wie ich gesagt habe, wenn man aus Versehen sagt, dass man Kinder im Haushalt hat, hat man ein Problem danach. Also dafür wird auch eine ganz spezielle Definition von Opt-in benutzt. Also ich würde ja verstehen, wenn ich als Kunde bei Vodafone oder sonst wo Opt-in machen können. Also ich gehe auf eine Webseite, ich klicke drauf, ich habe Kinder, mein Kind ist so und so alt, ich möchte nicht, dass solche Inhalte ohne Passwort zu sehen sind. Wäre ja okay. Aber Opt-in bedeutet bei denen sowas wie Opt-in to Porn. Also wenn du sozusagen, um ohne Internetfilter zu sein, musst du Opt-in machen. Opt-in für Netzwerk ohne Filter. Also das, was wir eigentlich Opt-out nennen würden. Also es ist wirklich diese Gehirnwäsche. Ich meine, 1984 wurde in England geschrieben, die kennen sich da mal besser aus. Ne? Die haben das ein paar Jahre früher gelesen als wir. Die mussten nicht erst die deutsche Übersetzung lesen, die haben es im Original. Also es ist wirklich ein Doublethink, das ist gruselig. Dann gibt es die Arbeitsgruppe 5, Notice and Takedown. Und das ist interessant, die wird nämlich von Microsoft angeführt und Microsoft kriegt mal eine Extrabehandlung. Microsoft hat einerseits eben die Software PhotoDNA, die ständig bewerben, und andererseits benutzen sie die auch. Und die leiten eben diese Arbeitsgruppe Notice and Takedown. Und dann wollen wir uns mal angucken, wie sozusagen Notice and Takedown läuft. Es gibt diesen Morten Tobiassen, der in Norwegen lebt, der hat in SkyDrive Backup-Kopien seiner Familienfotos gelagert, unter anderem ein Foto von seiner 3 Stunden alten Tochter, die er im Arm hält, nackt. Die Privatsphäreneinstellungen waren so, dass nur seine Familie sie sehen konnte. Das ist total unakzeptabel für Microsoft. Und dass die Fotos legal sind, ist völlig irrelevant, weil Microsoft gesagt, wenn jetzt irgendjemand in seinen Account einbricht und diese Fotos nimmt und sie digital verändert, sodass sie ihm Pädophilen gefallen könnten, dann wären sie danach Kindesmissbrauchsdarstellungen. Ja, und Microsoft hat gehört, dass es tatsächlich passiert ist. Also haben sie dem halt eine Mail geschickt. Er hat eben 48 Stunden, diese Bilder zu löschen. Und ansonsten würde man sein gesamtes Microsoft Live-Profil löschen. Der Herr Tobiasen, der ist, wie soll ich sagen, der gehört zu der Generation, die schon SkyDrive tatsächlich benutzen, um da Inhalte abzulegen, die irgendwie relevant wären. Unter anderem Dateien, die er mit seinem Arbeitgeber teilt. Es ist also ein bisschen schwierig, seinem Arbeitgeber zu erklären, dass die Arbeitsinhalte gelöscht wurden wegen einer vermuteten Kindesmissbrauchsdarstellung. Ich glaube, das ist auch total gut für so ein Arbeitsverhältnis. Ja, ganz ehrlich, wenn man die Terms of Service, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Microsoft SkyDrive und Windows Live liest, dann ist das völlig okay.
weil irgendwo in diesem 7200 Wort langen Dokument steht dann nämlich, dass diese, die Beendigung oder der zeitweise Unterbrechung des Dienstes, des Zugangs, ist zu jedem Zeitpunkt ohne Angaben von Gründen und auch ohne Benachrichtigung möglich. Sowas unterschreibt ihr, wenn ihr Microsoft SkyDrive eure wichtigen Dateien ablegt. Und das ist auch genau da, wo nämlich der Zug hingeht, dass nämlich die Exekutive versucht, die privaten Stellen, die verschiedenen, die mit unseren Daten zu tun haben, zu überzeugen, dass die sowas in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen reinschreiben, ohne Angabe von Gründen jederzeit. Und dann können sie sozusagen auch Inhalte aus dem Netz entfernen, die weder illegal sind, noch irgendwie von einem Großteil der Bevölkerung als unmoralisch angesehen werden, sondern einfach wirklich auch auf Fingerschnipsen, wie halt in diesem Fall mit diesem kleinen Baby. Ja, und es geht weiter. Das war jetzt sozusagen in der Größe nachsortiert. Also White IT war in Deutschland mit ein bisschen Fühlern in Richtung Spanien und Niederlande. Dann eben hatten wir Clean IT, die so ein bisschen europäischer organisiert sind, so die Hälfte der EU dabei haben. Und jetzt kommen wir zu Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online. Das wurde am 5. Dezember 2012 verkündet, und zwar von Frau Malmström, Cecilia Malmström, die wir 2010 noch Cecilia genannt haben, und den US-Generalstaatsanwalt Eric Holder. Da sind 27 Mitgliedstaaten, die 27 Mitgliedstaaten der EU drin und 21 andere Staaten. Da sind auch wieder solche, wie soll ich sagen, Freunde der Demokratie und der Menschenrechte drin, wie der Türkei zum Beispiel. Ja, das ist sozusagen dieses overall theme, dass man sozusagen irgendwann diese Leute ins Boot holt, weil die haben ja Erfahrung mit der Anwendung dieser Technologien. Und die Türkei insbesondere, die ja eben auch nur zum Kinderschutz filtert, insbesondere Kritik an Atatürk. Ja, und was das Interessante ist an dieser Global Alliance Against Child Sexual Abuse Online, ist einfach, das ist ja überhaupt noch gar nicht verboten gewesen. Naja, vielleicht ein bisschen mit der UN-Kinderrechtskonvention oder mit dem Zusatzprotokoll oder mit der Cybercrime Convention des Europarats oder vielleicht mit der Stockholm-Deklaration oder zuletzt mit der Lanzarote-Deklaration wurde dann endlich versprochen, etwas gegen Kindesmissbrauch online zu tun. Und nachdem so viel versprochen wurde, wird jetzt ohne Bindungswirkung natürlich wieder versprochen, wirklich diesmal wirklich was zu tun, um Kinder online zu beschützen. Obwohl es macht nicht wirklich, es verspricht nicht wirklich irgendetwas zu tun, was Kinder schützt. Aber damit ist es natürlich auch wunderbar, sozusagen im Geiste aller vorhergegangenen Aktionen. Aber obwohl es ein bisschen lächerlich ist, was die Jungs da tun, viele Sachen, die da mit drinstehen in diesen Arbeitsprogrammen, die sind dann doch irgendwie gefährlich. Zum Beispiel hier, sozusagen Ermutigung der Mitarbeiter des privaten Sektors für die Identifikation und das Löschen von Kindesmissbrauchsdarstellungen, die in dem Land liegen. Das übrigens, das Dokument ist ein bisschen inkohärent, weil die wechseln immer zwischen Child Pornography und Child Abuse Material. Das ist natürlich der Fall, wenn man von verschiedenen Leuten zusammen ein Dokument schreiben lässt. Und dann kommt der interessante Teil, nämlich, dass so viel wie möglich Systemdata dafür untersucht werden soll. Was auch immer das heißt. Also das Volumen an Daten, das nach diesen Inhalten durchsucht werden soll, soll maximal vergrößert werden. Was auch immer das bedeutet. Also in der CEO Coalition gab es dann irgendwie mal von hinten so einen Zwischenruf von so einem Polizisten, so nach dem Motto, weil Microsoft war ja mit im Raum, könnten Sie nicht mal so ein Windows-Update machen? Kriegst ein Windows-Update hoch auf deinen Rechner geladen, das Windows-Update durchsucht für dich deinen Rechner nach Kindesmissbrauchsdarstellungen. Dann das Übliche, gucken, ob es irgendwelche Hindernisse bei der Zusammenarbeit gibt, bei der Zusammenarbeit des privaten Sektors mit der Exekutive, also die gesetzlichen Hindernisse, diese Inhalte einfach mal auf Zuruf zu löschen und natürlich die Anwendung der gesetzlichen, entsprechend notwendigen gesetzlichen Änderungen. Also das ähnlich wie in den anderen Projekten, es geht jetzt endlich um die Entfernung der Human Rights Issues, der Menschenrechtshindernisse. Das andere ist halt die Erhöhung der Geschwindigkeit, mit der Inhalte gelöscht werden, was ganz interessant ist, weil keiner weiß, wie schnell es bisher gemacht wird.
Ja, ist tatsächlich so. Ich meine, wie will man wissen, wie stark man was beschleunigt hat, wenn man vorher nicht geguckt hat, wie schnell man das eigentlich bisher tut? Das ist ganz interessant, weil die Kommission, die ja dieses Dokument mitgezeichnet hat, eigentlich das InHope-Netzwerk mitfinanziert und eigentlich in den Statuten des InHope-Netzwerks drinsteht, dass die gefälligst Statistiken an die Europäische Kommission zu liefern haben. Tun sie aber anscheinend nicht im ausreichenden Maße, deswegen weiß die Kommission nicht, wie schnell Takedown eigentlich zurzeit ist. Und der Zusatz, der jetzt kommt, nämlich sozusagen so schnell wie möglich, ohne dabei kriminelle Investigationen, also Verfolgung zu stören. Das ist nämlich meine Vermutung, ist der Grund, warum es überhaupt frei verfügbar Inhalte gibt, frei verfügbar Kindesmissbrauchsdarstellungen im Internet gibt, ist einfach, weil die ihre Honeypots online lassen. Weil die Polizei eben diese Server, auf denen diese Inhalte sind, online lassen. Und das ist der Grund eigentlich, warum wir überhaupt Filter brauchen, damit quasi für den Rest der Bevölkerung ausgeblendet wird, dass die Polizei diese Inhalte online lässt. Und zwar nämlich für diese Strafermittlungen. Und das ist sozusagen das, was eigentlich der Geschwindigkeit des Entfernens dieser Inhalte entgegensteht, ist nämlich, dass die Polizei die gerne online hätte. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Wenn man nämlich guckt, Interpol hat meines Wissens 198 Member States und Interpol hat eine Liste der schlimmsten, der schlimmen Inhalte. Und das sind so die zu sperrenden Inhalte. Das sind die von den Interpol-Membern zu sperrenden Inhalten das Schlimmste der schlimmsten Kindesmissbrauch, was auch immer. Aber im Prinzip ist ja quasi fast jedes Land Interpol-Mitglied. Und anstatt eben diese Inhalte zu löschen, weil bestimmt werden sie in irgendeinem der Interpol-Mitgliedstaaten liegen, werden sie von allen Interpol-Mitgliedstaaten gesperrt. Weil nämlich Interpol Interesse daran hat, diese Inhalte online zu lassen. Und das ist eigentlich der Clou bei dieser ganzen Sache, wo man auch merkt, dass da eine ganze Menge politischer Wille dahinter ist, dieses Thema zu instrumentalisieren, um diese Sperrinfrastrukturen eben zu etablieren. Ja, ganz interessant, Microsoft, die kriegen noch mal was ab. Und zwar ist es so, dass der US-Generalstaatsanwalt bei dem Event am 5. Dezember die Benutzung von Microsoft PhotoDNA beworben hat. PhotoDNA ist von Microsoft, also Microsoft bewirbt es als eine Software, die Bilder noch erkennen kann, wenn sie verändert wurden. Das Ganze basiert auf Forschung vom Professor Farid vom Dartmouth College. Kennt irgendjemand im Raum den Herrn Farid persönlich? Leider nicht. Wäre nämlich ganz interessant, weil nämlich die Forschung vom Herrn Farid ist unter Non-Disclosure Agreement. Herr Farid hat mir geschrieben, dass eben die Ergebnisse nicht publiziert wurden und dass auch keine vollen technischen Details veröffentlicht werden. Es gibt zusätzlich keine Evaluation dieser Software. Während ich noch im White-IT-Bündnis war, habe ich verschiedentlich darauf gedrungen, dass diese Software zur Evaluation dem Bündnis zur Verfügung gestellt wird, sodass wir mal gucken können, wie gut die eigentlich funktioniert. Das ist nicht geschehen. Im Rahmen des CEO Coalition hatte ich ja auch mit Microsoft und PhotoDNA zu tun. Da hatte ich auch entsprechend versucht, darauf hinzuwirken, dass die uns doch mal diese Software zur Evaluation geben oder wenigstens Zugriff zu einem Service, wo man diese Software mal austesten kann. Aber das ist leider auch nicht geschehen. Also im Wesentlichen ist das eine Software, die keiner genau weiß, wie sie funktioniert, von der nur Microsoft behauptet, sie funktioniert. Ganz interessant ist, Facebook implementiert sein Bilderscreening mit dieser PhotoDNA-Software und die haben eine große Datenbank von falsch positiven Bildern. Wäre jetzt meine Frage, ist die Datenbank falsch positiver Bilder größer als die Datenbank mit den kriminellen Inhalten, nach denen sie suchen? Ist nämlich mein Verdacht, weil ich habe mal ein Poster von dieser PhotoDNA-Arbeit gesehen und das sieht mehr aus, als wenn die da heuristisch durchs Bild gehen und als wenn sozusagen dieser Hash doch nicht wirklich robust ist. Also ich glaube, es ist sehr einfach, falsch positive Bilder überhaupt zu generieren, also wenn man jemanden anschwärzen möchte oder so. Oder möchte, dass dem sein SkyDrive gesperrt wird. Ja, das ist nämlich genau die Frage. Beantwortet einem leider keiner, aber trotzdem soll PhotoDNA flächendeckend eingesetzt werden. Ja, an dieser Stelle kommt ein Werbevideo. Man möge es mir verzeihen. Moges ist ein sehr kleiner Verein und wir haben Probleme. Irgendwie wollen neuerdings alle nach Brüssel. Vielleicht liegt es daran, dass hier inzwischen alle wichtigen Entscheidungen zur Zukunft des Internets für Europa getroffen werden. Hier sehen wir eine Abgeordnete im Europaparlament. Um Kinder zu schützen, setzt sie sich für weitreichende Beschränkungen im Internet ein. Das kommt auch gut bei den Wählern an. Er fliegt für seine Firma nach Brüssel. Er will die EU davon überzeugen, dass Internetfilter für den Kinderschutz eine gute und nützliche Sache sind.
Vielleicht auch, weil er Hersteller einer Filtersoftware ist und so einen Markt für seine Produkte schaffen kann. Sie reisen nach Brüssel, um sich für die Kinder einzusetzen, aber auch, weil es einfach ihr Job ist. Sie wollen das Internet eigentlich nicht kaputt machen, brauchen aber Aufmerksamkeit und Geld für ihre Arbeit. Er ist auch öfter mal in Brüssel, um dort das Internet zu einem besseren Ort für Kinder zu machen. Einfach, weil das eine so gute Sache ist. Vielleicht aber auch, weil er findet, dass ein Internet ohne Raubkopien mal ein besserer Ort für dich sein wird. Und die da? Ja, die setzen sich tatsächlich für Betroffene und für mehr Bürgerrechte ein. Leider fehlt es ihnen ein wenig an Unterstützung. Sie könnten mit deiner Hilfe viel mehr bewegen. Die Netzgemeinde braucht eine eigene Lobby für Kinderrechte. Unterstütze Mogis. Besuche mogisundfreunde.de und finde heraus, wie du helfen kannst. mogisundfreunde.de An der Stelle möchte ich sagen, ich bin dem Alexander Lehmann sehr dankbar für dieses Video. Das hat er mehr oder weniger kostenfrei für uns gemacht. Also nicht in dem Aufwand vergolten, wie es ihm Aufwand bereitet hat. Und damit ist mein Talk zu Ende und die Fragesektion beginnt. Genau. Hier noch Fragen. Der sollte sich doch bitte mal zu den Mikrofons begeben. Ich habe eine unangenehme Information zu dieser Foto-DNA-Software. Okay. Seit mehreren Jahren gibt es keine Kamera, weder eine digitale noch in einem Mobiltelefon, die nicht ein Wasserzeichen hat. Und diese Foto-DNA-Software ist nichts anderes als ein Ausleseprogramm. Für Wasserzeichen? Jedes Bild seit mehreren Jahren. Okay. Nee, also Foto-DNA untersucht tatsächlich die Bilder, aber kann natürlich sein, dass die damit entsprechend auch auf Wasserzeichen reagieren. Okay. Gab es eine Cybercrime-Konferenz? Das ist doch eine interessante Information. Gibt es noch weitere Fragen? Ich muss das mal ein bisschen höher machen. Ich habe eine Anmerkung. Also vielen Dank für deinen Vortrag. Ich fand den sehr interessant, habe auch wieder sehr viel gelernt. Ich bin nur der Meinung, du hast einen Punkt nicht so genau auseinanderklamüsert, differenziert, und zwar das Durchleiten von Daten und das Abspeichern von Daten. Also beim Durchleiten, beim reinen Internetzugang, da geht es ja um Filtern und Sperren. Ja? Was kommt an? Und bei dem Thema Speichern, also wo du SkyDrive genannt hast, dieses Ganze, was landet in der Cloud, auch was bei Apple oder bei Dropbox, das sind ja alles privatrechtliche Verträge, die ich mit einem Provider schließe, ja? Oder mit Strato 1&1. Das heißt, wenn der Provider sagt, in seinen Nutzungsbedingungen, die du ja auch zitiert hast, er will diese Sachen nicht, er will den Vertrag mit dir nicht fortsetzen, wenn du das abspeicherst, dann kann er das ja jederzeit machen. Und oder Facebook sagt, da darf keine Nacktheit gezeigt, keine Bilder gespeichert werden, wo nackte Brüste drauf sind, oder all diese Themen, wo es um Speichern geht, dann geht es immer um Verträge. Und wenn in den Nutzungsbedingungen AGB drinsteht, ich will das nicht, kann er kündigen. Das ist Vertragsfreiheit, da kann man wenig machen. Beim Thema Filtern und Sperren bin ich voll bei dir. Bei dem anderen weiß ich nicht, wie man das einordnet und wie man das löst. Darf ich da kurz intervenieren? Ja. Der Punkt ist folgender. An dem Punkt, wenn jeder einzelne Hosting-Provider solche Wortwahl in seinen AGB hat, dann wird es letztendlich eine Einschränkung deiner Meinungsfreiheit, wenn du versuchst, streitbare Inhalte zu veröffentlichen, du aber keinen Provider mehr findest, der bereit ist, diese Inhalte online zu lassen. Da wird de facto deine Meinungsfreiheit beschränkt. Und ja, dass das Ganze jetzt eben nicht versucht wird, auf gesetzgeberischen Weg zu machen, sondern dass eben diese Kooperation mit den Anbietern eben forciert wird, um eben die Anbieter alle dazu zu bringen, solche Terms and Conditions zu haben, das ist eigentlich der Punkt, wo es eben undemokratisch wird oder nicht mehr rechtsstaatlich ist, meines Erachtens, weil es Willkür ist. Was Facebook löscht oder was Apple in seinen Store lässt, das ist völlig willkürlich.
Und ich bin aber der Meinung, dass ab einer bestimmten Größe und einer bestimmten Marktdurchdringung auch diese großen Firmen eigentlich zum Beispiel der Charta der Menschenrechte der EU unterliegen. Und da ist zum Beispiel auch drin, dass eigentlich der Staat Garant ist der Rechte. Und das würde eigentlich bedeuten, dass die Exekutive als Garant der Rechte oder sozusagen als der Handelnde dafür sorgen müsste, dass eben die Terms and Conditions der Provider so sind, dass eben auch dissente Inhalte, die nicht illegal sind, veröffentlicht werden können. Hier geht es ja um die Veröffentlichung von Inhalten, die nicht illegal sind. Es geht um die Veröffentlichung von Inhalten, die dissent sind, die streitbar sind. Aber da haben wir ja bei den US-amerikanischen Unternehmen das Problem, dass die mit diesem Begriff der Obszönität, obscene, sehr, sehr streng umgehen. Und da darf ja wirklich weniger gezeigt werden, als nach dem deutschen Recht verboten ist. Das heißt, wie gesagt, Beispiel Facebook, nur oben ohne Foto, jedenfalls einer Frau, darf dort nicht veröffentlicht werden. Und dann müsste man jetzt als deutscher Gesetzgeber Facebook vorschreiben, dann doch Nacktfotos zu erlauben oder das kann nicht funktionieren. Es gibt weniger streitbare Themen dafür. Nimmt man diese Animal Rights Activists, ja, die ein Facebook-Profil haben und deren Facebook-Profil jetzt gelöscht wird, weil es eben Terrorist-Activity ist, weil sie eben dazu aufrufen, eine Organisation zu zwingen, zum Beispiel Tierversuche zu unterlassen. Das ist ja Terrorist Activity nach Clean-IT-Definition. Und das wäre dann sozusagen, wenn die entsprechend Terrorist Use in ihren Terms and Conditions haben oder anderweitig sagen, wir können aus jedem Grund deine Inhalte entfernen und dann auch noch sogar noch ermutigt werden. Der Punkt ist ja, dass sie seitens der Exekutive ermutigt werden, solche Maßnahmen zu unternehmen. Das heißt also, die stehen nicht auf unserer Seite. Wir sind als Einzelpersonen diesen riesigen, marktdurchdringenden Unternehmen ausgeliefert, was die dafür sozusagen für legal halten und für nicht. Also zum Beispiel, wir hatten 2010 mal einen Spendendrive bei Facebook, wo der Link zum Spendenformular bei Facebook als Spam markiert war. Ich konnte bei uns im Facebook-Profil nicht mal sagen, dieser Link ist bei Facebook gesperrt. Ich konnte ihn auch nicht zerlegen mit Leerzeichen oder so, um darauf hinzuweisen, dass ich diesen Link bei Facebook nicht posten kann. Das heißt, nicht nur wurde der Link, wäre okay, wenn Sie den Link irgendwie disablen, dass man nicht mehr draufklicken kann und Copy und Paste in die Browserzeile werfen muss, sondern auch die Diskussion darüber, dass dieser Link bei Facebook nicht funktioniert, weil Facebook der Meinung ist, das wäre Spam, ist nicht möglich. Und da muss man halt die Diskussion darüber, was in Facebook legal ist und nicht, muss man außerhalb Facebook treffen oder debattieren. Das ist nur die Frage, ob man damit die Leute auf Facebook überhaupt noch erreicht. Und deswegen ist das Demonstrationsrecht zum Beispiel, was wir im öffentlichen Raum haben. Letztendlich ist es wieder so eine Debatte, wem gehört der öffentliche Raum? Ich meine, natürlich können die Leute, im Demonstrationsrecht bedeutet am Ende, dass ich irgendwie außerhalb der Stadt auf der grünen Wiese demonstrieren darf. Aber Demonstrationsrecht, wenigstens in Deutschland, ist, du darfst dort demonstrieren, wo die Aktion ist. Niemand kann dich sozusagen grundsätzlich daran hindern, dort zu demonstrieren, wo du die Aufmerksamkeit erlangen möchtest. Und bei Facebook ist es eben so, das ist wie so eine große Mall, da wirst du sozusagen draußen an der Tür abgewiesen, wenn du demonstrieren möchtest. Also kriegt man halt so einen Raum, in dem es keinen Dissent gibt. Ich meine, letztendlich, glaube ich, wird das dazu führen, dass Facebook langfristig implodieren wird, aber wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es den Leuten auf den Sack geht, immer nur das zu lesen, was sie sowieso gut finden. So, wir haben noch Fragen aus dem IRC. Okay. Ja, also die Frage ist, während White IT und CEO Coalition primär auf Kindesmissbrauch abzielt, hat die Clean IT viel weitreichendere Folgen mit einem anderen Intention. Wäre es nicht der potenziellen Folgen der Themen förderlich, würde man diese Projekte in großen Anführungszeichen getrennt betrachten und diskutieren? Nee, das macht keinen Sinn, weil CEO Coalition und Clean IT werden beide von der Europäischen Kommission finanziert und vorangetrieben. Letztendlich sind die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, immer dieselben. Das geht nämlich darum, diese Public-Private Partnerships zu befördern und letztendlich sind auch die technischen Instrumentarien, die dafür benutzt werden, um diese Inhaltekontrolle durchzuführen, dieselben. Ich denke, dass quasi Kindesmissbrauchsdarstellung oder generell die Intention, das Internet für Kinder sicherer zu machen, dass das eine Türöffner ist, um überhaupt solche Inhaltekontrollsysteme zu etablieren und dass dann eben über solche Projekte wie Clean IT die Ausweitung der zu sperrenden oder zu filternden und zu löschenden Inhalte einfach nur vergrößert wird. Insofern sind die in einem Kontext zu sehen,
Auch wenn man eben sieht, dass die Player immer dieselben sind. Also Joe McNamee von Adry hat das die Piñata Politics genannt, sozusagen. Man drischt so lange auf die Piñata ein, bis die Bonbons rausfallen, die man haben möchte. Und das sind dieses Forum-Shopping. Das sind dieselben Akteure, die immer woanders hinfahren und immer versuchen, ihre Agenda durchzusetzen. Insofern sind diese Projekte nicht wirklich so verschieden. Die haben halt einfach nur eine andere Legitimation jeweils. Wobei ich eben denke, dass White IT auch mit dem Austritt von der FSM und generell mit ihrem, also die sind dieses Jahr nicht mehr so öffentlich aufgetreten wie das Jahr davor. Kann natürlich auch an der Wahl liegen. Vielleicht möchte nicht, dass Schienemann das Projekt an dem klebt, während die Wahl ist. Also White IT könnte fast tot sein, aber Scheintote sind äußerst gefährlich. Clean IT und CEO Coalition sind einfach von der Kommission finanziert und vorangetrieben und als solche halt im selben Kontext zu sehen. Auch wenn sie von verschiedenen Kommissaren vorangetrieben werden, aber das arbeitet immer irgendwie zusammen. Dann hätten wir dort noch eine Frage, so wie es... Auf der einen Seite sehen wir staatlich angeordnete Sperrungen, Löschen, Filteren. Und auf der anderen Seite sollten doch die Menge an Staaten unterschiedliche Rechte ihrer Bürger vertreten. Das heißt, ich gehe im Moment eher davon aus, dass eher das Bedarf zu sperren und zu löschen höher angesiedelt wird als die eigentliche Meinungsfreiheit. Das ist gar nicht im Interesse der Exekutive. Das merken wir doch schon in Deutschland, dass wir unsere Freiheitsrechte gegen unsere eigene Regierung durchsetzen müssen. Dabei ist ja eigentlich so, dass auch der Staat eigentlich auch Garant unserer Freiheit ist. Und ich denke, wenn man, wie gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention ernst nimmt, dann würde es eigentlich bedeuten, dass der Staat als Garant der Rechte dafür verantwortlich wäre, dass eben auch bei so großen Marketplayern wie Facebook, Apple, Google eine Meinungsfreiheit sogar durchgesetzt wird, indem Apple einfach gesagt wird, ihr lasst diese Stern-Applikation, in der es eben nackte Frauen zu sehen gibt, was nicht pornografisch ist, allerhöchstens erotisch, die lasst ihr jetzt zu. Und im Zweifelsfall eben für Deutschland. Aber es kann nicht sein, dass ihr diese Stern-Applikation sperrt, weil dort normale, legale Inhalte verbreitet werden können. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sagen würde, wo der Staat in der Pflicht wäre. Aber er tut genau das Gegenteil. Wir werden eben nicht korrekt repräsentiert. Weswegen ich trotz der undemokratischen Prinzipien in diesen drei Bündnissen, die ich hier gerade erwähnt habe, immer aufrufen würde, dahin zu gehen und mitzuschreiben und uns zu sagen, was da drin eigentlich läuft. Weil das interessant ist, dass diese Bündnisse häufig überraschend offen sind. Also das ist nicht hinter verschlossenen Türen. Die sagen ganz klar, wohin das zielt. Ihre Dokumente sind irgendwann verfügbar und dann sagen die ganz klar, was die in der Zukunft machen werden. Und im Prinzip ist im Moment unsererseits, finde ich jedenfalls, ein Teil auch eine Bringschuld, dass wir uns dort involvieren, weil die sind sowieso die ganze Zeit involviert mit irgendwelchen Leuten, die Sperrinfrastrukturen verkaufen wollen. Deswegen wäre es an uns, dort auch zu sein und jedes Mal, wenn da ein Sperrbefürworter auftritt, den Leuten erklären, warum das eine schlechte Idee ist. So wie eben in der CEO Coalition die Telekom häufig diesen Job übernommen hat und den Leuten, den anwesenden Firmen erklärt hat, warum diese Idee keine so gute Idee ist. Wie zum Beispiel die Implementation von Parental Control direkt im Netz, was im Wesentlichen so ein DNS-Filtering wäre. Oder eben das, wie das in England gemacht werden soll mit dem Freischalten, was ja gerade der Premierminister in England befördert, dieses Active Choice System. Wo man sehen kann, die sind uns immer wieder ein paar Jahre voraus. Die sind uns, was diese Themen angeht, sind die uns 5 bis 7 Jahre voraus. Also irgendwann wird das auch in Deutschland diskutiert werden, ob man nicht Kinderschutz zum Schutz der Kinder auch den Eltern aufzwingen sollte. Weil die Eltern sind so unverantwortlich, die lassen ihre Kinder das gucken, die machen sich keinen Kopf darüber. Deswegen müssen wir die Eltern zwingen, darüber nachzudenken, indem wir ihnen das erstmal aufdrücken. Und wenn sie dann doch irgendwelche Inhalte sehen wollen, die nicht für Kinder gedacht sind, dann mögen sie doch bitte die mit ihrer Kreditkarte freischalten. Ihr lacht, das ist der Ansatz, irgendwo kam die Lacher, das ist aber der Ansatz, wie es in UK gemacht wird. Das wird dort schon so öffentlich in der Politik diskutiert und da gibt es keinen erheblichen Widerstand und unter Umständen schaffen die das dort durchzusetzen. Und als nächstes gehen die dann in die Kommission und da schlagen sie das dann nochmal vor. Es funktioniert ja so gut in UK. Das haben die mit den Internetsperren damals genauso gemacht. Die Internetsperren haben ja so gut in Norwegen, Dänemark, Finnland, Schweden und UK funktioniert, dass wir sie jetzt in Deutschland auch brauchen. Also insofern sind diese Menschenrechtsentwicklungen in anderen Ländern auch relevant für uns. So, wir haben vom IRC noch Fragen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, also von dem her haben wir noch für die eine oder andere Frage sicher noch Zeit. Bitte.
Ja, die Frage danach, ob die Sache mit der Interpol, dass die das online haben wollen und eigentlich gar nicht bekämpfen wollen, ob man das irgendwo nachlesen kann oder ob man da irgendwie eine Quelle nennen kann. Na, was klar ist, worauf zum Beispiel auch im Bündnis White IT hingewirkt wurde, war eine Veränderung § 110 StPO, dass dieses verdeckt Ermitteln eben auch bedeuten könnte, solche Inhalte bereitzustellen. Bisher gibt es ja in den pädophilen Netzwerken oder in den Netzwerken von Leuten, die solche Inhalte verbreiten, gibt es so einen Jungfräulichkeitstest, ob man eben solche Inhalte, neue Inhalte zur Verfügung stellen kann. Und das kann ein Polizist nicht, weswegen ein Polizist in diese Netzwerke nicht reinkommt. Weswegen argumentiert wird, Polizei sollte solche Inhalte verbreiten können, um solche Netzwerke reinzukommen. Nun wissen wir aber, wie das ist in den USA. In den USA ist es ja so, dass diese Server online gelassen werden. Und das sind genau die Server, die wir hier in Deutschland sehen, auf denen diese Inhalte aktiv verbreitet werden. Und das ist genau das, was ich eben befürchte. In den USA darf das FBI solche Inhalte sogar online stellen. In Deutschland ist es so, dass sozusagen die Behörden den Server mal ein bisschen länger anlassen. Als wir 2009 die Sperrdebatte hatten, da war ja gerade im Jahr davor, im Jahr 2007 war diese Operation, wo sie da 12.000 verschiedene IP-Adressen ermittelt hatten, die auf Inhalte zugegriffen hatten. Und das war einfach ein Server, den sie mehrere Monate angelassen haben, nachdem sie ihn gefunden haben. Und das läuft dann so, dass sozusagen sie sagen, naja, wir haben den Server nie angefasst. Die stellen dann vorher so ein Packet-Filter, dass sie sehen, wer darauf zugreift, aber den Server selber haben sie ja nie angefasst, weswegen sie auch die Inhalte natürlich dann nicht sozusagen vom Netz nehmen konnten. Und wenn man denen das jetzt sogar noch per Gesetz erlauben würde, dann würden wir überall Honeypots sehen. Hätte jedes der 27 EU-Mitgliedsländer seine eigenen Honeypots. Dann hätten wir natürlich wirklich nachher eine Liste von Tausenden von Einträgen, wenn jedes Land da seine 2, 3 Honeypots hat. Also insofern ist auch, muss es so sehen, was die Polizei ernsthaft öffentlich sagt, ist, dass die eben diese Server, auf denen diese Inhalte liegen, die sehen die als Ermittlungsinstrumente. So nennen die das. Also ein Server, der Missbrauchsdarstellung verbreitet, ist für die ein Ermittlungsinstrument und entsprechend behandeln die es auch. Und deswegen haben sie auch diese Liste The Worst of the Worst. Könnten sie ja sofort entfernen, muss man sich vorstellen. Die Interpol-Hauptstelle sammelt diese Liste. Die weiß, in welchem Land die stehen. Die könnten das entsprechende Interpol-Mitglied informieren innerhalb weniger Stunden und das könnte die Inhalte offline nehmen innerhalb weniger Tage. Aber stattdessen haben die eben so eine Liste Worst of the Worst mit 100 Einträgen, anstatt die zu löschen. Und das suggeriert mir schon, dass die nicht willens sind, diese Inhalte zu löschen. Könnten sie jederzeit. So, für eine einzige Frage hätten wir noch Zeit. Haben wir noch was? Ja, die längere Diskussion im IRC, wie jetzt genau über die Bildbearbeitung festgestellt wird, dass das Bild böse ist. Ob es da weitere Informationen dazu gibt? Also im Rahmen des White-IT-Bündnisses wurden verschiedene Hash-Verfahren diskutiert. Die Hashes, von denen ich vorhin gesprochen habe, die in der Datenbank des BKAs geführt werden sollen, das sind MD5-Hashes. Das heißt, wenn das Bild einmal rotiert, gespiegelt oder die EXIF-Daten geändert wurden, dann ist das ein anderes Bild für die Datenbank. Dementsprechend hat die Datenbank bisher auch über 1 Million Einträge. Es ist viele Bilder häufig. Deswegen suchen halt diese verschiedenen Initiativen, die eben Bilder erkennen wollen, eben nach robusten Hashen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das Fraunhofer-Institut hat 2010 beim White-IT-Bündnis was vorgestellt, was ziemlich gut funktioniert. Ziemlich einfach ist, aber relativ gut funktioniert. Und wie wir gerade gehört haben, anscheinend Foto-DNA nur Fingerprints untersucht, was natürlich noch einfacher wäre. Generell erkennen die da die Bilder an Inhalten. Ich weiß, Google hatte mal eine Weile das so gemacht, dass die Bilder, die ihnen bekannten Missbrauchsdarstellungen genommen haben und einfach den Rand genommen haben und damit dann auch Serien erkennen konnten, was irgendwann dazu geführt hat, dass die entsprechenden Täter, die sowas verbreiten, ihre Bilder so verändert haben, dass Google sie nicht mehr erkannt hat. Was eigentlich bedeutet, dass man, sobald man eine Heuristik benutzt, so wie auch Foto-DNA, darf die nie bekannt werden, weil sonst führt sie dazu, dass tatsächliche Täter sie umgehen. Es geht aber immer darum, Bilder wiederzuerkennen oder Serien zu erkennen, die ungefähr denselben Farbton haben. Was vielleicht auch der Grund ist, warum dieser Norweger in das Raster hineingekommen ist, weil wahrscheinlich der Farbton gestimmt hat. Also die generelle Komposition des Bildes ähnlich war dessen, was irgendein pädosexueller Mann vielleicht mal verbreitet hat. Also es geht immer um die Erkennung von Bildern, die man vielleicht so schon mal gesehen hat. Nicht darum, Bilder quasi semantisch zu erkennen. Davon ist man noch sehr weit entfernt.
So, dann möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei Christian Bahls bedanken und geben wir ihm doch noch einen warmen Applaus zum Abschied.